Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. Heute sind wir in Japan unterwegs auf einer kleinen Nebenbahn etwa 200 Kilometer westlich von Tokio. Dort gibt es noch täglich Dampfbetrieb. Elektrotriebwagen findet man ebenfalls, genauso wie Zahnradlokomotiven. Und ein Nationalgetränk gibt es in dieser Gegend ebenfalls. Tee. Grüner Tee. Nicht zu vergessen natürlich das himmlische nationale Symbol Japans, die aufgehende rote Sonne. Morgenstimmung in Kanaya, einem Stadtteil von Shimada mit zusammen 100.000 Einwohnern. Angebunden an die Hochgeschwindigkeitsstrecke, die die gesamte Insel Honshu auf knapp 2.000 Kilometern durchzieht. Beinahe im 5-Minuten-Takt gibt der Shinkansen hier sein rasendes Gastspiel. Manche Züge halten hier auch, aber die meisten rasen durch. Keine Spur von Hochgeschwindigkeit, nur wenige Kilometer entfernt. Am alten Stadtbahnhof von Kanaya fahren ebenfalls Triebwagen, aber eher gemächlich, im Wiegeschritt. Der alte Bahnhof ist Ausgangspunkt einer Strecke über 65 Kilometer in die Berge. Sie gehört der privaten Oigawa Railway. Auf Japanisch? Oigawa Tetsudo. Und das ist der Grund unseres Besuches, der Dampfzug. Er fährt täglich zwischen Kanaya und dem 40 Kilometer entfernten Senzu. Dabei geht es durch eine hügelige Landschaft, vorbei an Wäldern und zahllosen Teefeldern. Die Oigawa Tetsudo betreibt übrigens die erste Museumseisenbahn Japans. Es dampft hier wieder seit 1975, nachdem 1949 mit der Elektrifizierung die Dampfzeit zu Ende gegangen war. Die Oigawa Railway entstand in der Taisho-Ära. Die Zeit zwischen 1912 und 1926, als Kaiser Taisho regierte. 1926 wurde die Bahnlinie eröffnet. Man hat sie ursprünglich gebaut, um Holz aus den Laubwäldern abzutransportieren. Später half sie mit beim Bau von Staudämmen. Es ist noch recht früh am Morgen, als wir unseren Rundgang durch das Bahnbetriebswerk beginnen. Die Dampfrösser werden auf einen Fahrtag vorbereitet, der sehr sonnig werden soll. Jeden Tag, von einigen Ausnahmen abgesehen, sind zwei Dampfzüge auf der Strecke. Klar, dass am Morgen jede Menge Arbeit zu verrichten ist. Lok C11190 darf heute auf die Strecke. Knapp 4 Stunden vor Abfahrt brennt bereits das Feuer in der Büchse. Das Lokpersonal teilt sich die Arbeit auf. Literweise spuckt das Ölkännchen den Schmierstoff in Lager und auf Gleitbahnen. Schmierstunde in der Morgensonne. Engagierte Eisenbahnfreunde haben vor gut 30 Jahren die Dampfära zurück an den Oigawa gebracht.
Ein Dampfross wurde seinerzeit vor den Schneidbrennern gerettet und fand in Kanaya eine neue Heimat. Heute sind 4 Dampfrösser betriebsfähig, 2 weitere vervollständigen den Fuhrpark. Dieses hier scheint etwas über den Durst getrunken zu haben. Etwas seltsam mutet diese Konstruktion an. Vor lauter Rohren erspäht man kaum noch das Dampfross. Diese Konstruktion hat eine doppelte Funktion. Zum einen sammelt sie den Rauch, damit das Betriebswerk nicht verqualmt wird. Zum anderen wird mit der Luftzufuhr durch den Schornstein das Feuer in der Lok angefacht. Hoch über dem Betriebswerk stößt die Lok dann ihre Rauchwölkchen aus. Und unten schwärmt der Meister von Dampf und Lok. Ein Traum meiner Kindheit wurde wahr. Ich bin so glücklich, diese Arbeit bekommen zu haben. Einen letzten Augenblick an der Lok wollen wir noch genießen. In der sonnendurchfluteten Umgebung von Öl, Ruß und Kohle. Die Dampfrösser sind die Überlebensgarantie der Bahngesellschaft. Erweist sich doch der tägliche Dampfbetrieb seit 3 Jahrzehnten als Besuchermagnet. Deshalb ist die Pflege der Dampfdinos auch oberstes Gebot. Nicht jedes Interview verläuft völlig ungestört. Hier nimmt sich einfach der alte Triebwagen die Vorfahrt. Zu Recht. Pünktlichkeit ist bei der Eisenbahn in Japan alleroberstes Gesetz. Und jetzt weiter im Text. Der Dampfzug ist für uns unglaublich wichtig, weil er zahlreiche Touristen in diese dünn besiedelte Gegend bringt. Ein weiterer Punkt ist die Bewahrung des kulturellen und technischen Erbes. Wir restaurieren die Fahrzeuge, aber wir modernisieren sie nicht. Insgesamt haben wir 1 Million Fahrgäste im Jahr. Mehr als 200.000 kommen allein wegen des Dampfzuges. Und hier kommt er endlich, der erste Dampfzug des Tages. Abfahrt in Kanaya, 10.02 Uhr. Fahrdauer exakt 83 Minuten. Gleich geht die Reise los. Die Fahrgäste auf dem Bahnsteig warten bereits voller Ungeduld, gepaart mit Vorfreude. Man reist im Stile der 30er Jahre, als diese Wagen noch auf der Hauptstrecke der japanischen Eisenbahn unterwegs waren. Zahlreiche Reisegruppen sind an Bord, mit einem Rundum-Wohlfühlservice für Leib und Magen. Und schon hat der Meister die Hand am Regler. Das Dampfabenteuer kann beginnen. Auf der Lok hatte unser Team keinen Platz. Aber eine Kamera durften wir installieren, damit die Atmosphäre auf dem Führerstand wenigstens in Teilen, wenn auch nur in eine Richtung, eingefangen werden kann. Wer Fisch liebt, für den ist Japan das Paradies. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, in jeder Form, kann man die Meeresfrüchte genießen. Natürlich auch im Zug. Und dazu noch stilecht verpackt. Menüs ohne Meeresgetier gibt es natürlich auch. Ein Großteil der Strecke führt durch das Tal des Oigawa. Der Fluss ist im Frühjahr ziemlich mächtig, gleicht später aber eher einem Rinnsal. Mehrmals wechselt der Zug die Talseite. Dann geht es über genormte Brücken, die nicht einmal einen Namen haben, nur Nummern. Das ist Brücke Nummer 1. Oigawa Daiich Kyuryu.
Auch für Spaß und Unterhaltung ist gesorgt. Viel Vergnügen bereitet den Reisenden solch ein Minizug, bei dem die Lok zuerst an den Wagen kuppelt, um dann mit Volldampf loszudüsen. Kein Wunder, dass solche Spielereien bei den Fahrgästen reißenden Absatz finden. Dampfzugfahren ist einfach ein Erlebnis. Wenn das Rösslein mal in Schwung ist, galoppiert es munter und mit Vergnügen das Tal entlang. Auf einer Spur von 1067 mm. Das ist die Normalspur in Japan. Anders als bei uns sitzt in Japan der Lokführer, und zwar links. Im Blickfeld die Instrumente und natürlich auch die Teefelder. Solche Motive sind bei der Oigawa Railway auf weiten Strecken die Normalität. Die Fahrt durchs Teefeld gemäß unseres Filmtitels Grüner Tee und grauer Rauch. Auch wenn sich letzterer ein wenig verzogen hat. Teefelder, soweit das Auge reicht. Anzutreffen in der Region um Kawane. Ein Name, bei dem jeder Teekenner mit der Zunge schnalzt. Spezialität dieser Gegend ist der grüne Tee. Flüssiges, grünes Gold für die Kehlen. Tee-Experte Tetsuya Ashisawa, Vorstand der hiesigen Teegenossenschaft, versucht uns in einer Art Schnellkurs in die Geheimnisse des grünen Tees einzuweisen. Im Anbaugebiet von Kawane herrschen absolut vorteilhafte Voraussetzungen für unseren grünen Tee. Es ist die Lage in Verbindung mit der Witterung. Unsere Stadt liegt am Oigawa, umrahmt von Bergen. Von dort kommt häufig Nebel herunter. Diese Feuchtigkeit tut unserem grünen Tee mehr als gut. Die Temperaturen sind ebenfalls ideal. Tagsüber ist es warm, nachts kühl. Ein perfektes Klima für das Gedeihen des Tees. Einfach ideale Voraussetzungen. Tee prägt die gesamte Gegend. Es hat den Anschein, als wäre auf jedem, auch noch so kleinen Fleckchen, Tee angepflanzt worden. Allein die Bahntrasse ist teefrei. Und überall drehen sich die Ventilatoren, um dem Tee Luft zuzufächeln. Die Erntezeit ist vorbei, dennoch führt uns Tetsuya Ashisawa kurz durch die Halle mit den Verarbeitungsmaschinen. Die Hauptcharakteristik des grünen Tees im Vergleich zu anderen Teesorten besteht darin, dass dessen Blätter mit heißem Dampf behandelt werden. Durch das kurze Erhitzen werden die Poren der Teeblätter geschlossen, damit der Tee nicht braun wird. Anschließend werden die Blätter durch ein Gebläse wieder abgekühlt, dann gepresst und getrocknet, bis nur noch 3% Wasser enthalten ist. Salopp gesprochen, man bürstet die Flüssigkeit aus dem Teeblatt. Dabei ist es wichtig, dass die Blätter nicht gebrochen werden und der Zellsaft nicht ausfließen kann. Das würde den Geschmack verändern. Dies ist kein Teebehandlungskurs, sondern nur ein kleiner Einblick in die zahllosen Vorgänge, die mithelfen, dass der grüne Tee später einmal Zunge und Gaumen umschmeichelt. Auf dem Markt sind im Übrigen weit über 100 verschiedene Grünteesorten erhältlich.